Den Begriff Heimkino gibt es ja schon wirklich sehr lange. Es ist ein sehr alter Begriff und mit ihm gibt es auch sehr veraltete Vorurteile gegenüber Heimkinos. Was bedeutet denn Heimkino überhaupt? Das heißt doch nicht, dass man einen separaten Raum benötigt, mega viel Platz und dass das Ganze sehr teuer sein muss. Im Gegenteil, Heimkino bedeutet doch ein großes Bild und einen, ja, großen Sound. Und das ist doch heute alles schon möglich im Wohnzimmer mit auch wenig Budget. Und auf dieses Thema gehen wir heute ein. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Und wie gesagt, der Begriff Heimkino ist schon sehr alt, aber es hat sich einiges weiterentwickelt. Zwar nicht das Wort, aber das, was dahinter steckt. Und die Fundamentals sind immer noch dieselben. Wir möchten ein großes Bild, wir möchten einen richtig guten Ton und das ist nicht mehr so aufwendig wie damals. Wir brauchen keinen Heimkinoraum, wir brauchen keinen 20 Kilo Röhrenprojektor, den uns jemand reintragen muss. Das ist ja alles nicht mehr der Fall. Es ist viel, viel simpler und ich zeige euch das Ganze anhand von Beispielen aus unserer Ausstellung hier im Heimkinoraum München. Die ist ja wohnzimmerähnlichen Räumen nachempfunden. Hier kann man sich ja beraten lassen, wie ihr wisst, und das Ganze live sehen. Und wir oder ich zeige euch heute mal anhand von Beispielen aus unserer Ausstellung eben, wie sich das Ganze geändert hat. Wie groß sind die Räume? Wie klein sind die Räume? Welche Lösungen bringt man zum Einsatz? Und wie kriegt man heute also ganz einfach Heimkino nach Hause, ohne direkt bei Stichwort Heimkino an einen separaten Raum zu denken? Viel Platz und aber viel, ja, Geld, was man hier investieren muss. Also lasst uns loslegen. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht alles aus unserer Ausstellung, also vorbeikommen lohnt sich, aber hier in unserem Eingangsbereich seht ihr direkt eine Laser-TV-Lösung. 100 Zoll, softfressende Leinwand, Wawachroma und gegenüberliegend von mir befindet sich eine 7 Meter lange Boden-zu-Decke-hohe Fensterfront. Da seht ihr mal, wie gut das Ganze funktioniert. Weiter geht's in unseren ersten, ja, Wohnzimmer-Kinoraum. Und ja, das sieht ganz groß aus, weil ich mit Weitwinkel gefilmt habe. Jetzt wechsle ich aber mal auf ein normales 35 mm Objektiv. Da seht ihr mal, wie viel kleiner der Raum wirkt. Und ich nutze hier diesen XGIMI Horizon Pro und projiziere einfach von der Seite auf diese Leinwand. Und da sieht man, wie einfach das heute gehen kann. Der steht auf einem Stativ. Ich stelle ihn einfach auf, mache ihn an, stream direkt von dem Gerät runter auf zum Beispiel eine weiße Wand sogar. Das geht alles heutzutage wirklich so einfach. Und er erkennt sogar automatisch, ja, Objekte, passt den Fokus an. Und ja, einfach hier mit einer Sennheiser Soundbar verbunden und schon geht's weiter. In unserem Laser-TV-Raum Panorama habe ich mal für euch den Abstand abgemessen. Ich sitze hier 2,80 Meter weg. Wirkt sehr viel größer auf dem Video. In echt ist das Ganze viel kompakter. Auch eine Laser-TV-Lösung eben hier mit dem neuen Hisense PL1 Beamer auf einer 100 Zoll großen Leinwand. Und ja, auch so bekommt man schon wieder Kinofeeling nach Hause. Und ja, hier sind jetzt zum Beispiel noch DVLE-Lautsprecher miteinander verbunden. Der Laser-TV hat aber, wie ihr wisst, auch eine integrierte Soundbar. Also ist das auch schon so Kino genug aus meiner Sicht. Und das ist ja wieder mal einfach eine Veranschaulichung, wie einfach Kino heutzutage möglich ist. Und selbstverständlich darf unser Heimkinoraum Luxor nicht fehlen. Unser High-End-Heimkinoraum mit einem tollen Beamer-Vergleich der aktuell besten Projektoren, die es so gibt. Und natürlich einer 4 Meter breiten 21 zu 9 Leinwand. Ja, also dieser Raum lässt wirklich keine Wünsche offen. Das macht auch richtig Spaß. Egal ob kleiner Raum, großer Raum, heller Raum, Wohnzimmer, Hobbyraum, egal wo, Heimkino ist überall realisierbar. Und deshalb gibt es bei uns natürlich auch eine kostenlose Beratung im Laden, am Telefon, per E-Mail, wie ihr das Ganze möchtet, um auf eure Bedürfnisse einzugehen. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick gewinnen, hattet Spaß bei der ganzen Sache, lasst euch nicht von eurem Heimkino abhalten. Wir sehen uns im nächsten Video.